Ja, kommen wir zur Politik. Kanzler Scholz, der ist heute auf Reisen, trifft am Vormittag bei seinem ersten offiziellen Besuch in Österreich seit Amtsantritt den österreichischen Bundeskanzler Nehammer. In Salzburg werde es voraussichtlich auch um aktuelle sicherheitspolitische Themen gehen, insbesondere natürlich den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das kündigte vorab schon eine Regierungssprecherin in Berlin an. Nehammer will bei dem Treffen aber auch die Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums ansprechen. Deutschland, so Nehammer, führe zu Österreich nach wie vor Grenzkontrollen durch und das zeige, dass das Schengen-System strukturell nicht funktioniere. Und damit nach Salzburg. Dorothea Schopelius ist für uns bereits da, wartet schon auf den Kanzler. Guten Morgen, Dorothea. Ich vermute mal, man sieht es nicht so richtig als Adelung, dass der Kanzler anderthalb Jahre gebraucht hat, bis er mal nach Österreich kommt. Aber wie steht es denn aktuell um das deutsch-österreichische Verhältnis? Es ist der Amtsantritt vom Kanzler Olaf Scholz. Er trifft und besucht hier den Kanzler Karl Nehammer. Es hat ein bisschen gedauert. Olaf Scholz ist ja nicht erst seit gestern Kanzler, aber es ist ein Freundschaftsbesuch. Die Nachbarsländer haben ein freundschaftliches, partnerschaftliches Verhältnis. Aber ihr habt es ja auch schon angesprochen, es gibt da so einige Sachen, die ein bisschen für Anspannungen sorgen. Unter anderem ist das die Migrationskrise, der Kampf der EU gegen illegale Einwanderung und unregistrierte Migranten. Da geht es vor allem um das Schengener Abkommen, was in der Herangehensweise etwas anders angegangen wird in der Politik, die Österreich sich wünscht und in der Politik, die Deutschland sich wünscht. Und das wird auch das Hauptthema hier sein und sorgt durchaus für einige Anspannungen. Aber Dorothea, du hast es angesprochen, es gibt also erhebliche Meinungsverschiedenheiten beim Thema Grenzkontrollen, bei dem Schengen-Abkommen. Welchen Weg fährt denn Österreich tatsächlich in dieser Frage? Ist das effektiver als das, was Deutschland macht? Österreich steht in der Kritik von den anderen EU-Staaten, die Schengener Ausweitung zu blockieren. Sie wollen nicht, dass das Schengener Abkommen ausgeweitet wird auf Rumänien und Bulgarien. Auch haben sie stationäre Grenzkontrollen Richtung Ungarn, was ja auch ein Schengener Nachbarsland ist. Dafür werden sie kritisiert, weil das Schengener Abkommen ja eigentlich besagt, dass die Grenzkontrolle an den Außengrenzen stattfindet und nicht an den innereuropäischen Grenzen. Allerdings argumentiert Österreich mit den hohen Zahlen an illegalen Einwanderern und unregistrierten Migranten, die über den Schengener Raum nach Österreich gekommen sind. Und Karl Nehammer, der Bundeskanzler in Österreich, sagt, Deutschland führt auch stationäre Grenzkontrollen nach Österreich durch. Das wurde ja im April erst von Nancy Faeser verlängert, weil auch Deutschland ja kämpft mit der großen Zahl von illegalen Einwanderern. Es wird also genau das Thema sein, die Auslegung dieses Schengener Abkommens. Österreich wünscht sich Grenzen im innereuropäischen Bereich, denn das Schengener Abkommen besagt auch, dass wenn die Außengrenzkontrollen nicht funktionieren, dann können Innergrenzkontrollen aufgebaut werden. Dagegen sträubt sich aber Deutschland, anders als viele andere EU-Staaten. Österreich steht da nicht alleine in der Meinung. Dänemark zum Beispiel sieht das auch so. Deutschland aber nicht. Vor allem die Grünen, die ja auch Teil der Regierung ist, der Teil der Bundeskanzlerregierung, mit denen Scholz sich natürlich dann auch auseinandersetzen muss, sind da nicht d'accord. Und das ist etwas, was wie gesagt für Anspannungen sorgt, was beide Bundeskanzler, wenn sie hier heute aufeinandertreffen, hinter mir sieht man ja schon den ausgerollten roten Teppich, wenn sie hier aufeinandertreffen, durchaus wissen. Es hat viel guten Willen im Vorhinein gegeben. Es wurde viel über die Freundschaft und das gute Verhältnis gesprochen. Wenn man aber mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt und sich im politischen Berlin auch vorher schon umgehört hat, dann weiß man, dass durchaus mit einer gewissen Anspannung auch von anderen EU-Staaten auf dieses Treffen geblickt wird. Interessante Gespräche dürften es in jedem Fall auch werden. Dorothea, du wirst das für uns begleiten. Vielen Dank.